der Spritzenangst oder Spritzenphobie, wie man auch sagt, sind mittlerweile, man sagt, so gut 3% der Menschheit betroffen. Bei den Kindern und Jugendlichen sind es sogar bis zu 30%, also doch eine ganz hohe Anzahl, die Spritzenangst haben und ja, dann leider auch manche Behandlungen, die sinnvoll sind, auch nicht durchführen lassen können. Die Spritzenangst äußert sich darin, dass der Patient schon, wenn das sehr ausgeprägt ist, da gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungsgrade, aber wenn das sehr ausgeprägt ist, schon allein bei dem Wort Spritze schon zuckt förmlich und das gleich ablehnt. Mildere Formen spielen sich dann so ab, dass der Patient dann die Behandlung versucht, aber dabei sehr, ich sag mal, vegetativ reagiert, das heißt Blutdruck, mit Tachykardie, also verstärkter Herzfrequenz, dann auch schnell hyperventiliert und das ist natürlich, kann dann schnell zu Kreislaufproblemen führen, sodass die Behandlung dann teilweise gar nicht durchgeführt werden kann und abgebrochen werden muss. Ja, woher die Spritzenangst bei dem jedem Einzelnen kommt, ist, kann man natürlich schlecht sagen, aber häufig sind es schlechte Erfahrungen in der Kindheit auch, zum Beispiel eine irgendwie missratene oder schlecht gelaufene Impfung, die sehr weh tat, oder eine Blutentnahme einfach beim Hausarzt, beim Kinderarzt, die sehr schmerzhaft war, also einfach schlechte Erfahrungen so aus der Vergangenheit. Das sind eigentlich somit die häufigsten Gründe, dass sich dann letztendlich auch im Erwachsenenalter noch diese Spritzenangst bildet bzw. fortbesteht. Die Folgen einer Spritzenangst für den Patienten sind natürlich diese, dass der Patient dann teilweise eine Behandlung, die in dem Fall sinnvoll ist, ja, nicht durchführen lassen kann oder nicht durchführen lassen will. Ja. Nehmen wir zum Beispiel einen Patienten mit einem akuten Bandscheibenvorfall, der letztendlich noch nicht operiert werden müsste. Ja. Aber eine Spritze schon in der Regel eine rasche Linderung bringen würde, könnte er, wie gesagt, diese Chance nicht nutzen und ist dann natürlich auch relativ nah dann schon bei der Frage Operation ja oder nein. Und das ist natürlich in solchen Fällen, dann wäre es dann besonders schade, das nicht auszunutzen und eventuell dann einen operativen Eingriff zu vermeiden. Wir bieten den Patienten mit wirklich ausgeprägter Spritzenangst an, notwendige oder sinnvolle Behandlungen in einer Kurznarkose, in einer so einer Dämmerschlafnarkose, im Fachjargon nennt man das eine Analgosidierung zu machen. Das ist also keine Vollnarkose, also keine Narkose, wo man intubieren muss, sondern der Patient kriegt über einen venösen Zugang ein Mittel gespritzt und schläft dann ein. Man kennt das vielleicht so von Magen-Darm-Spiegelungen oder von anderen Eingriffen, die halt in so einem sogenannten Dämmerschlaf gemacht werden. Also insgesamt ist es eine sehr schonende Narkose, die auch bei Patienten mit Vorerkrankungen und auch bei älteren Menschen durchgeführt werden kann. Bei älteren Menschen oder Patienten mit Vorerkrankungen wünschen wir dann ganz gerne oder sollte man vorher halt nochmal ein aktuelles Labor machen und auch gegebenenfalls auch ein EKG, um da eventuelle Risikofaktoren auszuschließen. Ansonsten ist es aber eine sehr, ich sag mal, gutmütige, in Anführungsstrichen einfache Narkose, wo der Patient sich auch anschließend dann auch sehr schnell wieder von erholt. Vor der Narkose sollte der Patient nüchtern sein, das gilt ja für alle Narkosen. Wir sagen so 4 Stunden vorher nichts essen und nichts trinken, auch nicht rauchen, weil beim Rauchen häufig dann der Speichelfluss nochmal oder Kaugummikauen genauso, der Speichelfluss letztendlich gefördert wird und das alles dient ja dazu, also diese Nüchternheit zu vermeiden, dass der Patient in der Narkose halt aspiriert, das heißt erbricht und dann letztendlich dieses Erbrochene dann aspiriert. Ja, das ist letztendlich Sinn der Nüchternheit. Ansonsten, wie gesagt, sind keine speziellen Maßnahmen vorher notwendig. Nach dem Eingriff, nach der Narkose ist man
relativ schnell wieder fit. In der Regel innerhalb von 30 Minuten ist der Patient wieder gehfähig und kann die Praxis dann auch problemlos verlassen. Einfach aus Sorgfaltspflicht sollte er sich abholen lassen, sollte natürlich nicht selber Auto fahren, am besten sich dann abholen lassen, und dass er die Praxis dann in Begleitung verlässt. Der Eingriff mit Narkose bedarf ungefähr 20 Minuten Vorbereitungszeit. Wie gesagt, der Patient kommt nüchtern, dann legt der Narkosearzt einen venösen Zugang und geht vorher natürlich nochmal die Narkose mit dem Patienten durch. Und dann findet eigentlich schon die Behandlung statt. Und nach der Behandlung wird der Patient wieder umgelagert. Wir haben da extra so einen Aufwachraum, wo er dann in Ruhe liegen kann. In der Regel dauert das dann so eine halbe Stunde. Und dann kriegt er schon nach einer halben Stunde auch im Bedarfsfall etwas zu trinken und kann dann halt von seiner Begleitperson dann wieder mitgenommen werden. Bei uns werden schwerpunktmäßig unter Narkose alle Formen der Schmerztherapie durchgeführt. Das heißt also vor allen Dingen natürlich Einspritzungen bei Bandscheibenvorfällen, bei Nervenreizungen, also an die Wirbelsäule, sei es sogenannte PRTs, also Einspritzungen um den Nerv herum, sei es sogenannte epidurale Einspritzungen, wo man also in den Wirbelkanal einspritzt. Aber wir führen ja auch Arthrosebehandlungen durch an größeren Gelenken, und auch da ist letztendlich das gut möglich, intratumoräre Spritzen in die Hüfte, ins Kniegelenk. Selbst da haben Patienten mit ausgeprägter Spritzenphobie Angst davor und lassen also solche Behandlungen dann im Bedarfsfall auch nicht durchführen, wenn sie halt nicht, also ohne Narkose stattfindet. Gut, das eigentliche Problem der Spritzenangst ist natürlich ein generelles Problem, was auch dann in anderen Bereichen, sei es beim Zahnarzt zum Beispiel, natürlich dann eine Rolle spielt. Und klar sollte man sowas natürlich auch insgesamt, also allgemein medizinisch versuchen anzugehen, also unter anderem natürlich auch dann psychologisch. Aber gut, das sind dann meistens natürlich lange Prozesse, die da stattfinden müssen, und wenn ein Patient akut Rückenprobleme hat, also einen Bandscheibenvorfall, und eine Spritzenbehandlung ist sinnvoll, dann kann man natürlich da nicht drauf warten auf das Ergebnis, sondern gut, man muss sofort handeln, und da bietet sich halt dann so eine Narkose an, wie gesagt, die letztendlich für den Organismus keine große Belastung darstellt.